Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht nochmal um die noachidischen Gesetze. Die haben wir uns vor einigen Tagen ja schon mal angeschaut und sind eigentlich, wenn man die so hört, relativ unspannend, kann man im Großen und Ganzen eigentlich auch bejahen. Also man soll keine bösen Dinge tun und es sollen sogar Gerichte eingeführt werden, ja, dass diese Dinge auch beobachtet und sanktioniert werden, wenn irgendjemand jetzt Gott lästert oder stiehlt oder andere böse Dinge tut. Ist auch schon relativ alt. Maimonides hat es irgendwann im Mittelalter ja aufgeschrieben. Eigentlich relativ normal, relativ unspannend. Allerdings, wenn man das sich genauer anschaut, dann kommt man vielleicht doch so ein bisschen ins Fragen, weil es ist ja so, wie füllt man jetzt diesen Begriff der Gotteslästerung oder wie füllt man diesen Begriff des Diebstahls? Wir denken natürlich dran, klar, wenn ich jemandem ein Auto klaue, ne, das ist Diebstahl. Aber die rabbinischen Juden sagen, wenn ein Goyim das Alte Testament liest und studiert, dann ist das Diebstahl, weil das Alte Testament, das gehört den Juden, das ist ihr Erbe. Das dürfen wir aus rabbinischer Sicht überhaupt nicht tun. Wir dürfen überhaupt nicht das Alte Testament lesen. Und das Neue Testament schon zweimal nicht. Das heißt also, die Frage ist immer, wie man diese Begriffe füllt. Aus rabbinischer Sicht dürfen wir eigentlich nur die noachidischen Gesetze erfüllen und wir dürfen das Alte Testament auch nur insofern lesen, als das die noachidischen Gesetze betrifft. Sich in den Tanach, ins Alte Testament zu vertiefen, das geht nicht. Ja, das heißt auch nicht Altes Testament, sondern das ist die Tora. Ja. Denn Altes Testament heißt das ja nur bei den Christen, weil wir ein neues Testament haben. Einen neuen Bund und einen alten Bund. Aber die Juden sagen, der alte Bund ist nicht alt, der gilt immer noch für uns. Und einen neuen Bund, den gibt es nicht, den bilden sich die Christen ein. Ja, das ist eine ganz andere Sichtweise, als wir die bisher gesehen haben. Und die Konsequenzen aus dem, was sich daraus ergibt, aus jüdischer Sicht, weil das ja im Moment auch sehr hip ist, ja, das Neue Testament aus jüdischer Sicht lesen, gibt es viele Leute, die das tun. Zum Beispiel Alexander Uschomirski, der macht das auch gerne, das Neue Testament aus jüdischer Sicht. Aber ich glaube, es ist ganz interessant, sich die jüdische Sicht überhaupt mal anzueignen. Und ich möchte euch gern was zeigen, was an Konsequenzen daraus kommen kann, wenn man sich auf diese noachidischen Dinge letzten Endes ja auf talmudische Lehre, auf pharisäische jüdische Lehre einlässt. Ich möchte dabei nicht die Juden insgesamt irgendwo diskriminieren. Diesen Disclaimer muss ja jeder machen, also mache ich den auch. Ja? Sind Menschen, kommen über Jesus Christus und allein über ihn zu Gott, dem Vater, und bekommen Erlösung, weil er allein das Opfer gegeben hat. Ja? Das ist das, was an neutestamentlicher Sicht gezeigt wird. Ich selber habe in meinem Leben erlebt, dass mir ein Israeli, ob der nun praktizierender Jude war oder nicht, sehr geholfen hat, ja, in einer sehr schwierigen Situation. Weil ich war am Flughafen, hatte kein Geld mehr, mein Vater war verstorben, ich musste nach Hause und der hat mich dann mitgenommen und mir das Taxi bezahlt zum Flughafen, nur um das zu klären, worum es da auch im Einzelnen ging. Das heißt, dass ich nicht jeden Juden und auch nicht jeden Israeli pauschal verurteilen möchte. Ich möchte nur zeigen, was rabbinische Lehre ist, was talmudische Lehre ist. Und ich möchte gerne zeigen, wie die Konsequenzen sind aus diesen noachidischen Gesetzen. Dazu schauen wir uns mal diesen Richtlinienkatalog zur Bekämpfung des Antisemitismus an. Der ist am 16. September 2018 in Wien verabschiedet worden vom Europäisch-Jüdischen Kongress, wurde unterstützt durch die Universität New York, die Universität Tel Aviv und die Universität Wien und wurde gesponsert vom Bundeskanzleramt der Republik Österreich. Der Titel ist An End to Antisemitism, A Catalogue of Policies to Combat Antisemitism. Dazu schauen wir uns nur ganz kurz einige Passagen an, zum Beispiel hier auf Seite 42. Da steht eine wörtliche und historisch kritische statt allegorische, also gleichnishafte Lesart der jüdischen Schriften, wird dazu beitragen, ihre jüdische Herkunft zu betonen und wird so den Christen helfen, die Gültigkeit jüdischer Auslegungen der Bibel
und damit die Gültigkeit der jüdischen Heilsansprüche anzuerkennen. Auf diese Weise werden die Christen lernen, die jüdischen Schriften als die hebräische Bibel und nicht als das Alte Testament, also wie ein veraltetes Testament, zu verstehen. Ein wörtlicher, historisch-kritischer Zugang zur Bibel hat das Potenzial, das Judentum für die christlichen Leser als frühere und gleichwertige Religion zu betrachten, indem ein jüdisches Verständnis der jüdischen Schriften in ihrem christlich-religiösen Denken verankert wird. Auf Seite 37 steht, das Studium der hebräischen Bibel und der rabbinischen Literatur, also des Talmuds, sollte in der religiösen Ausbildung von christlichen und muslimischen Klerikern und Religionslehrern verpflichtend werden. Christen und Muslime sollten anerkennen, dass die hebräische Bibel das Herzstück ihrer eigenen religiösen Tradition bildet, und sie sollten die fortdauernde Gültigkeit der jüdischen Herangehensweise an die Heilige Schrift des Judentums anerkennen. Liturgische, pädagogische und lehrmäßige Texte müssen auf antisemitische Elemente einschließlich unangemessener Sprache hin untersucht werden. Solche antisemitischen Inhalte sollten durch die Verwendung positiver Traditionen der Juden und des Judentums in Christentum und Islam ersetzt werden. Anstelle von antisemitischem Gequake, Stereotypen und Vorurteilen sollten liturgische, Unterrichts- und Lehrtexte solche geschichtlichen Ereignisse in Christentum und Islam hervorheben, die eine positive Einstellung gegenüber dem Judentum und seine Erfahrungen damit beinhalten. Es geht hier also darum, das Judentum insgesamt positiver darzustellen, als das bisher in der christlichen Tradition angeblich der Fall war. Dann steht hier auf Seite 41, Christen behaupten, dass die Heilsprophetien des Alten Testaments über Jesus von Nazareth einen wichtigen Teil der christlichen Ersatztheologie darstellen. Die Ersatztheologie besagt, dass Israel beiseite gesetzt ist und die christliche Kirche seit 2000 Jahren Israel ersetzt hat, sodass alle Segnungen Israels allein der christlichen Kirche gehören. Für die Beseitigung des Antisemitismus aus dem christlichen Denken ist es wichtig zu erkennen, dass die hebräische Bibel nicht das christliche Alte Testament ist, sondern dass es jüdische Schriften sind. Im christlichen Denken kam die Erlösung der Welt durch Jesus von Nazareth. Doch das christliche Denken kann die Erlösungszusagen an Israel in diesen jüdischen Schriften nicht verneinen, nicht einmal durch das Neue Testament. Das waren einige ganz kurze Ausschnitte aus dem Handlungskatalog, der im September 2018 vom Europäisch-Jüdischen Kongress verabschiedet wurde. Dazu gab es dann im November 2018 eine Pressemeldung in The Christian Post, und die Überschrift lautete: Jüdische Gruppen fordern von Bibelverlagen, dass sie dem Neuen Testament antisemitische Warnungen hinzufügen. Christliche und islamische Schriften, einschließlich des Neuen Testaments der Bibel, sollten anfangen, Warnungen für Passagen einzutragen, die als antisemitisch gelten, wie eine Koalition jüdischer Gruppen gefordert hat. Der Europäische Jüdische Kongress, der mehrere jüdische Gruppen vertritt, forderte solche Änderungen in seinem in der vergangenen Woche veröffentlichten Katalog der Richtlinien zur Bekämpfung des Antisemitismus. Heilige Schriften wie das Neue Testament oder der Koran sowie die Schriften maßgeblicher religiöser Autoren, Lehrtexte und Religionsgesetze müssen auf antisemitische Inhalte hin überprüft werden, heißt es im Dokument. Im Christentum würden solche Texte die Schriften von Heiligen wie Ambrosius von Mailand oder Reformern wie Martin Luther, die dogmatische Tradition, das Kirchenrecht und die Lehre umfassen. Im Islam würden solche Texte verschiedene Teile von Hadith und Sira beinhalten. Nur wenn die antisemitischen Inhalte in den religiösen Erinnerungen des Christentums und des Islams richtig identifiziert werden, wird es möglich sein, den Antisemitismus innerhalb der verschiedenen Konfessionen, Gruppen und Organisationen dieser beiden Religionen zu bekämpfen. Später im Abschnitt fordern die Gruppen Folgendes: Übersetzungen des Neuen Testaments, des Koran und anderer christlicher oder muslimischer Literaturen brauchen Randbemerkungen und Einführungen, die die Kontinuität mit dem jüdischen Erbe sowohl des Christentums als auch des Islam betonen und die Leser vor antisemitischen Passagen in ihnen warnen. Da im Christentum bereits einige Anstrengungen in diese Richtung unternommen wurden, müssen diese Anstrengungen in beiden Religionen verstärkt und konsistent gemacht werden, fügen sie hinzu.
Die Beziehung zwischen Christen und Juden bleibt komplex, obwohl die christlichen Führer darauf bestanden haben, dass es keinen Raum für Hass und Gewalt gegen Juden gibt. Das stimmt ja auch. Das höchste Gebot in der Bibel ist das Liebesgebot, und zwar zu Gott und zu allen Menschen, egal welcher Religion oder welchen Volks oder welches Stammes die Menschen angehören. Ja, das Liebesgebot ist das oberste Gebot im Christentum und in unserem Glauben. Das ist ganz, ganz wichtig festzuhalten, ja. Nach dem Massaker an 11 Menschen in einer Synagoge in Pittsburgh im Oktober durch einen Mann, der die Bibel online zitierte, unter den Reden gegen jüdische und muslimische Menschen, sagten mehrere hochrangige Christen unmissverständlich, dass dieser Hass unchristlich sei. Russell Moore, Präsident der Ethik- und Religionsfreiheitskommission der Southern Baptist Convention, sagte damals: Wenn man Juden hasst, hasst man Jesus. Als Christen sollten wir eine klare Botschaft der Ablehnung jeder Art von Fanatismus und Hass haben. Aber wir sollten besonders darauf achten, was Antisemitismus für Menschen bedeutet, die Anhänger Jesu Christi sind, fügt er hinzu. Der Pastor der Megakirche, Jentison Franklin vom Free Chapel Worship Center in Georgia, warnte unterdessen, dass Antisemitismus leider immer noch eine sehr reale und gefährliche Ideologie ist, die überall auf der Welt zu finden ist. Ich bete auch, dass jeder, unabhängig von seiner politischen Überzeugung, seine Differenzen beiseite legt und hilft, dies zu bekämpfen und zu versuchen, das Blatt zu wenden, sagte er. Bei der Vorstellung des Berichts in der vergangenen Woche in Wien wies der Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, Moshe Kantor, darauf hin, dass jüdische Menschen weiterhin mit Gewalt in Europa und der ganzen Welt konfrontiert sind. Europa hat kein Monopol mehr auf Antisemitismus. Keine jüdische Gemeinde auf der Welt, egal wie stark und gut organisiert sie ist, ist heute immun gegen den Judenhass. Die Bekämpfung des Antisemitismus verdient viel mehr als nur einfache Willensbekundungen. Wir brauchen konkrete Politiken und verstärkte Gesetzgebung, erklärte er. Ja, interessant, oder? Diese konkrete Politik und diese Gesetzgebungen, die greifen überall Raum. In Frankreich ist, glaube ich, im Laufe der letzten Woche im Parlament ein Antisemitismusgesetz verabschiedet worden. Und auch Trump hat im Laufe der Woche, gestern, vorgestern, auch ein Dekret unterschrieben, das Antisemitismus an amerikanischen Universitäten untersagt. Keine Frage, niemand soll benachteiligt werden wegen seines Glaubens oder seiner Überzeugung etc. Das Liebesgebot des Neuen Testaments und der Christen, das steht über allem, da müssen wir auch festhalten dran. Aber es ist trotzdem interessant zu beobachten, wie die Bewegungen sind und wie die Entwicklungen da auch sind. Und ich glaube, es ist auch wichtig und wäre auch der Ausgewogenheit geschuldet, wenn man nicht nur die Seite des Antisemitismus betrachtet, sondern so wie im Dekret ja auch gefordert ist, sich tatsächlich die jüdischen Schriften auch mal im Detail anschaut und zum Beispiel auch mal im Talmud schaut, was dort rabbinische Lehre ist. Das macht mir ein bisschen Sorge, weil da stehen einige Dinge drin, die, wenn man die beim Namen nennt, wahrscheinlich der ein oder andere überhaupt nicht glauben würde. Aber wenn auf der einen Seite versucht wird, in der Bibel, im Neuen Testament verschiedene Passagen zu kennzeichnen und einen gewissen Antisemitismus, den man da vermutet, rauszunehmen. Dazu gehört zum Beispiel das 8. Kapitel im Johannesbrief, wo Jesus sehr, sehr harte Worte den Pharisäern gegenüber sagt. Er sagt zu ihnen, dass er den Willen seines Vaters tut und dass sie den Willen ihres Vaters tut und dass ihr Vater der Teufel ist. Diese Stellen im Neuen Testament sind natürlich extrem schwierig für die Juden heute zu akzeptieren. Und die möchten, dass das abgeschwächt wird. Und irgendwann wird es vielleicht sogar kommen, dass das aus der Bibel dann irgendwann auch entfernt oder gelöscht wird. Da gibt es auch andere Passagen in der Offenbarung zu, wo von der Synagoge des Satan geschrieben steht. Das sind schon sehr harte Worte, die da gewählt werden. Aber das ist Gottes Wort. Das ist ihr Gott, der das geschrieben hat, in seinem Wort. Und den Christen ist das Neue Testament heilig und das sollte es den Juden eigentlich auch sein. Denn auch für die Juden gilt, dass sie keine Erlösung haben neben dem Erlösungswerk Jesu Christi. Und wenn sie ihre Bibel tatsächlich lesen und ihren Tanach, den sie ja nicht als Altes Testament bezeichnet haben wollen, dann müssten sie sehen, dass dort schon die Rede von Jesus Christus ist. Zum Beispiel in Jesaja 53, ja. Das große, bekannte Kapitel über Jesus Christus im Alten Testament und viele, 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 viele weitere Stellen mehr. Das heißt also, wenn Israel seinen Gott kennen würde und sein Wort kennen würde, dann müsste Israel an Jesus Christus glauben. Dann müssten die Juden an Jesus Christus glauben.
was im Talmud über Jesus Christus steht, wo Jesus Christus sich jetzt aufhält, und zwar nicht im Himmel, sondern in der Hölle, und was er dort angeblich erleidet nach dem Talmud, möchte ich nicht mal in den Mund nehmen. Wenn aber dort gefordert wird in diesem Dekret, dass christliche Lehrer und Unterrichtstexte überhaupt auch rabbinische Lehren beinhalten sollten, dann glaube ich, gehörte das auch dazu. Allein um der Ausgewogenheit willen. Ich weiß, dass das Thema politisch sehr schwierig ist. Und ich weiß auch, dass auf diesen jüdischen Vorstellungen und Forderungen sehr, sehr viel Gewicht liegt. Und sehr einflussreiche Leute das betreiben. Diese Abhandlung, die dort in Wien fertiggestellt worden ist, da ist der Papst im Vorwort genannt worden, der ist dort gewesen. Ja? Das sind sehr, sehr einflussreiche Leute gewesen, die das aufgesetzt haben. Und vor allem, und das ist eigentlich für mich auch interessant, vor dem Hintergrund dessen, was die Juden für die Heiden, für die Goyim, aufgrund der noachidischen Gesetze, noachidischen Gebote fordern, ist das, was hier jetzt in Text und Schrift zusammengefasst worden ist, vor einem nochmal komplett neuen Hintergrund zu sehen. Die Bewegungen sind alle in die Richtung, und nochmal, Antisemitismus ist was Schlechtes, ja. Genauso wie auch andere Völker, die man wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihrer, auch Menschen wegen ihrer Überzeugung oder Religion verachten würde. Das ist nicht in Ordnung. Da geht es auch nicht drum. Aber es geht darum, beide Seiten der Medaille zu zeigen und zu zeigen, was vielleicht auch zu Antisemitismus führt und was der Grund ist dafür. Ich weiß, dass es hochkritisch ist und dass das ein ganz schmaler Pfad ist, den man da geht. Aber wenn man die eine Seite zeigt, muss man auch die andere Seite zeigen. Und dann muss man sich auch umfassend über dieses Thema informieren. Dazu gehören auch talmudische Texte. Ja. Ich möchte es mal hiermit auf sich beruhen lassen, mal so als ersten kleinen Eindruck, der sich da ergibt. Und ich finde das sehr interessant, denn wenn man von den noachidischen Gesetzen weiß und die kennt und jetzt sieht, wie die Anwendung ist und welche Bewegungen da im Großen und Ganzen entstehen, dann glaube ich, dass die These, die ich vor ein paar Wochen da mal aufgesetzt habe, dass ich der Meinung bin, dass nämlich die Juden in der Endzeit genauso mächtig werden, wie sie am Anfang gewesen sind, am Anfang der Gemeindezeit, dass die nicht so ganz von der Hand zu weisen ist. Das wiederum hat weitreichende Konsequenzen, die wir uns in dem einen oder anderen Clip dann nochmal anschauen. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr dann wieder einschaltet, wünsche euch bis dahin alles Gute, Gottes Segen und bis bald.